Kapitel 4, das Treffen, und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Richtung YouTube zu Bayonetta 2, dem allseits beliebten Spiel mit der besten Hexe der Welt. Wir legen gleich los. So. Ups. Der ist immer zur falschen Zeit am falschen Ort. あ、なんだお前は。あ、あんたはベヨネットの胸ばっかりチラチラ見てて。スケベなおっさん。なんだと。なぜそれを。くそ、ひどい目にあったぜ。いやもう、フィンブルベトルはどっちだ。急がねえと。お、おい、坊主。まあいい、俺もぐずぐずしてられねえ。 Sie sieht dich. Sagte übrigens der Junge, der bei ihr als Eichhörnchen innerhalb der Brüste versteckt wurde. So, dann haben wir die perfekte Körperhaltung von Bayonetta. Finde ich sehr gut. So, da kann sich wieder der Cooper sehr freuen drüber, diese Körperhaltung. Nur so aus Neugierde. Na gut, okay. So, Ridiculus Maximus. Mein Rücken tut gleich viel mehr weh. Ach, ihr habt einfach keine Ahnung, wie man ordentlich steht. Das ist anatomisch perfekt. Da gibt's nichts zu beanstanden. So, und wir sind natürlich wieder im Livestream auf Twitch unterwegs. Meine Hände haben sich seit dem letzten Mal etwas erholt. Das heißt, wir können hier ordentlich durchstarten. Da hinten ist ein... na... Ein Hexengrab. So, alle Teile fügen sich zu einem Hexenherz zusammen. Hurra! Wir haben eine größere Lebensbalke. Was? Größere Lebensbalke? Ein größerer Lebensbalken. So rum. Mann! Das fängt ja gut an. Mit diesen tollen Versprechern. Nein! Ich habe eine neue Attacke festgestellt. Oh. Juhu, Tentakelmonster greifen an. Was bist du denn? Erzengel der dritten Sphäre. Fidelity. Au. Und tschüss. So. Sehr schön. So, was? By the way, es sind die Kleinigkeiten im Spiel. Man könnte eine Kiste auch so einbauen, dass sie mit einem Schlag aufgeht, aber dann würde man nicht bei jeder Kiste Bayonetta kurz nackig sehen. Sie ist gar nicht nackig. Sie hatte noch ihre Haare um die wichtigsten Stellen. Die der Hölle... Was? Goldene LP der Engelshymnen. Der Hölle Rache. Achso, der Hölle Rache, jetzt. So. Gut. Sehr schön. Was haben wir... Ist da hinten noch irgendwas? Okay, ich glaube nicht.
Nein, ich weiß nicht, wie. Nein, verdammt. Okay. Ich bin tot. Ich dachte, ich komme nur darum hin, dass es ein Geheimnis ist, aber offensichtlich nicht. So, was? Sie ist noch. Was? Sie ist nicht nackt. Sie hat noch Haare um die wichtigsten Stellen. Ja, stimmt doch. Sie hat immer noch Haare um die wichtigsten Stellen. Ist hier eine Zauber. Ist ein Zauberoutfit hier. Es besteht ja nur aus Haaren hier. Aber ja, ich weiß, was du meinst. So. Kennt sich. Okay. Gut. So, siehst du? Ein lila Zauberlutscher. Ein Lutscher, der ein aufmerksamkeitsförderndes Extrakt enthält. Die Zauberkraft wird etwas aufgefüllt. Sehr schön. Wir haben einen Zauberlutscher. Zack. So, nennt sich Intimbehaarung. Ja, genau. Ich glaube nicht. Wie praktisch das übrigens dann mal, wenn du an den... Dass wenn du an den richtigen Stellen bist, dass dann der Mond rauskommt und dann, wenn du brauchst, verschwindet er. So. Sehr schön. Pam. So. Haben wir den auch besiegt. Eine Goldmedaille. Nehme ich sehr gerne mit. Warum auch nicht? Schaden tut's nicht. Oh. Ein gebackener Gecko. Sehr schön. Nehme ich sehr gerne mit. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich glaube, da unten hin. Ah ja, da komme ich gar nicht hoch. Okay. Hätte ja sein können, dass da was ist. So, das drin sieht verdächtig aus. Oder auch nicht. Ah. So, hier, das hier sieht aus wie das Abbild eines Umbra-Schreins aus Grauvorzeit. Ich muss alle Scherben einsammeln, solange das Gedächtnis der Zeit wirkt. Was? Ach so, ich kann hier langlaufen, stimmt ja. Sehr schön. Was? Nur weil die Esshaare so lang sind, dass sie die einmal um die Schulter wickeln kann, macht sie das nicht automatisch nicht mehr nackig. Du bist doch bloß neidisch. Weil die deutlich besser ausschaut als du. Halt. So, eine zerbrochene Mondperle. Sehr schön. Öffnen. Was kommt da jetzt her? Oh. Ich dachte, ich muss ausweichen. Aua, das wollte ich nicht. Und ciao. So. Puh.
Ruhe. Hallo, Dämon. So, 800 Gigatonnen, Feuer frei. Und gefressen. Cooler Wolf. So. Die Finisher sehen manchmal schon cool aus. Die Finisher sind alle cool. So. S-Haare. Ja, ich hab's nicht ausgesprochen. Es ist immer noch ein Stream für Jugendliche. Das Spiel wäre bestimmt weniger beliebt, wenn man solche Engel nackig sehen würde. Wenn sie besonders dolle zuhauen. Das stimmt. Wäre der ganze Spaß hier weg. Oh, guck mal hier. So, extra für den Pooper. Ein gelber Megamondlutscher. Dieser Megalutscher umgibt den Besitzer mit einer magischen Barriere, die für längere Zeit als undurchdringlicher Schild dient. So. Das ist ja cool. Oh, hallo Kleine. Da ist er wieder. Yabaize. Hayaku Finbirbetoro ni ikanakeria. Keine Ahnung, Yu-Gi-Oh! Kann ich dir nicht sagen. Das Gefühl kenne ich. Der sehr redselige Weise. おい、人に話があるなら顔くらい見せたらどうなんだ。何、多少顔の作りが悪くても気にするなよ。俺より行けてる男なんてそうはいないぜ。あの女はどこだ。あの女なんだよ。やっぱりあいつのお客さんかよ。残念だが途中ではぐれちまったから、どこへ行ったかは知らねえ。まあ、知っていても 女を売るようなまねはしないけどな。まあいい。 Das ist ja ein cooler Trick. Ich glaube, der ist ein bisschen zu overpowered für dich, Yu-Gi-Oh! So, ich nenne jetzt einfach Yu-Gi-Oh! Weil ich das einfach mega lustig finde. Weil das echt ausschaut, als hätte der Millenniumspass um sich vorher um seinen Hals. So, der Kleine hat ja noch ein bisschen Zeit. Der wird ja nicht sofort abgeschlachtet. Ich muss erstmal Kisten aufmachen. Das ist ganz wichtig, weil ich brauche Heilung und ich brauche vor allem, Leben. Okay. Platin! Hooray! Und 800 Ringe Bonus. Das finde ich sehr gut. Ich brauche auf jeden Fall die Klingen am Bein. Dann habe ich messerscharfe Beine, beziehungsweise Füße, das wird super. Habe ich im ersten Teil nämlich tatsächlich nicht gemacht, das Ding zu kaufen. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass es offensichtlich man die auch auf den Beinen ausrüsten kann. So, die Schallplatte nehme ich mit. Der Hölle Rache, Teil 2. So, dann haben wir alle Teile. Warum auch immer hier eine Schallplatte einfach so rumliegt, ich habe keinen Dunst. Aber wie ich so schneist, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich mach's mir einfach. Oh, verdammt.
Ich hab die falsche Attacke benutzt. Das war doof. Nein! Ich wollte eigentlich zielen mit dem falschen Knopf gedrückt. Nein! Ich war nie Yu-Gi-Oh!-Fan. Pokémon und Magic for Life. Pokémon sagt mir was, Magic nicht. So, muss ich hier runter bestimmt. Offensichtlich. Was ist das da? Oh, guck mal, da sitzen Kopuro und Koopa. Entschuldigung! Aber da war ein grüner Smaragd drin, den wollte ich unbedingt haben. Ciao! Aua! Lass das! Kommt her! Aua! Und ciao. Oh, Lebenskristall, geil. Und tschüss. Pam, in your face. So. Gewonnen. So, Karma. Wieso Karma? Eine Steinmedaille. Hurra! So. Haben wir das. Deswegen. Ach so. Na dann. So, einmal... Ach so. Oh, ich drücke mal den falschen Knopf. Ich will immer mit B bestätigen auf dem Switch-Controller, weil der unten ist. What? そいつは天使の歌声。よ。全くお前も人使いが荒いぜ。だが実は俺もこいつが楽しみでな。人間界でなまった体にはちょうどいい運動になるんだ。ゼゴット。それじゃあ向こうでたっぷり楽しんでくるぜ。Geiles Lied. パーフェクトだ。珍しく今回は聞き分けのいいやつだったぜ。よほどこっちの世界で暴れたいようだな。こいつを任せたぜ、ビオネッタ。Undine, das ist yay, das ist mega toll. So, passt auf, ich kaufe die jetzt mal hier. Juhu! Dann, Rodins Schätze. Brauchen wir nichts. Aber ich brauche Lutscher. Ich muss Lutscher kaufen. Und die sind ausverkauft. Sehr gut. So, Zubehör. Lass mal weg. Techniken. Was haben wir da Schönes? Der Afterburner. Der Hexentwister. Geballte Kugel, innere Krähe. Ausverkauft. Innere Fledermaus. Den hätte ich tatsächlich gerne. Umbra Speer. Das sieht auch funky aus. Naja. So, Tor verlassen. Hehe, Afterburner. Hahaha. Ich würde echt gerne sehen, wie der Cooper dieses Spiel spielt und wie so ein kleines Kind dann immer steht. Hihi, da steht Afterburner. Hihi. Entschuldigung. So, passt mal auf. Jetzt kann ich doch bestimmt hier Folgendes. Knack. Und dann kann ich die unten. Das sieht ja geil aus. Jetzt hat sie Messer an die Füße. Das ist ja cool. Oh.
Offensichtlich mache ich mit dem Minus auf dem Switch-Controller einen Screenshot. Zumindest, wenn ich im Menü bin. So. Das ist ja funky. Wieso schaut das gerade so aus, als würde sie sich mit ihren Schwertern da unten in den Hintern pieksen? Das sieht aus, wenn die läuft, als würde sie mit den Schwertern sich in den Hintern pieksen die ganze Zeit. Das sieht funky aus. Das ist cool. Why so serious? Einfach weil ich es kann. Das ist ja funky. Aber es ist komisch, dass sie sich in den Hintern piekst die ganze Zeit. Da kann ich sie nicht mehr so ganz ernst nehmen. Das ist bestimmt nicht gut für die, für den Hintern. So, eine Mandroga-Wurzel. Also habe ich es gekauft, jetzt muss ich es benutzen. Da kriegt er eine drauf. Blaue Haare. Krass.子供をいじめるなんて大人のすることじゃないわね。子供じゃねえ。あら、いい男ね。坊やのお友達なの？記憶にねえな。どうやら狙いはあんたみたいだな。おかげでとんだとばっちりだぜ。お互い様でしょ。 Oh, der hat coole Moves drauf. Was? Okay. Er hat was drauf, das muss man ihm lassen. Anta, masaka Lumen. Mask Lumen! Maskierte Lumenweise! Okay. Was? Ah. Ach komm. Okay. Okay. Klar, unsere beiden Zombies kämpfen. Oder Zombies, unsere beiden Kinder kämpfen. Nicht gut. Der hat ganz schön krasse Moves drauf. Der versucht mir ganz schön hinter gerade. Was? Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Okay, mein Dämon gewinnt. Sehr gut. Und er killt mein Dämon.
Oh! Cool. Okay, er hat viele. Dass es diese blöden Number One-Dinger wieder gibt, die regen mich auf. Ich sehe gar nicht, wo er ist gerade, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich habe hier so noch ein Lumenweiß. Wie ich dachte, der andere war sein letzter Lumenweiß. Jetzt gibt es hier noch eine. Sehr furchtbar. So. Was kommt jetzt? Ach so. In your face. Ach so. Ich spiele die Großen dann. Ich bin stärker. Ciao. Oh Gott. On in your face. Das ist nämlich gerade sehr in One Piece. Oh Gott. Jetzt fehlt die One Piece Musik am Ende noch. Eine Silbermedaille. Hurra! Okay, Kapitel 4 abgeschlossen. Geil! Eine Silbertrophäe. Geilo. Was? Also One Piece ist ja schon albern mit dem Zorro-Typen und dem Schwert im Mund, aber die gute Dame schießt dann noch mal einmal den Vogel ab mit den Schwertschuhen. Ja, das stimmt. Aber wenn ich die Zeit manipulieren kann, dürftest du in realistischer Weise nie treffen. Ja, aber ich kann auch die Zeit manipulieren. Wir können beide die Zeit manipulieren. Es gibt ja die Hexenzeit. Du hast deine Verskarte erhalten. Schau sie dir im Hexenklimax an. Juhu. Juhu.